Guten Morgen. Heute muss man ein bisschen heben. Die Laune steigt ins Unermessliche. Endlich haben wir Freitag. Ich habe noch den 938 geladen von gestern Abend, von dem Werk in Ingelheim, wo ich nicht filmen darf. Geht heute Morgen auch rüber nach Otterbach zum Aldi. Und danach geht es rüber nach Ormesheim. Der KMC ist fertig. Aber wo der hingeht, großes Rätsel. Heute Morgen jetzt erstmal rüber, wie gesagt, Otterbach, da abladen, kurzen Metzgereibesuch und dann fahren wir den KMC laden. Thank you.
ums Eck noch und dann ist links die Baustelle. Gucken, wie wir jetzt reinfahren. Oh, der Kollege steht schon da. Okay, immer noch selber Position. Bagger haben wir schon geladen. Ich bin auch schon fast wieder am Ziel. Wenn ich den direkten Weg gefahren wäre, 16 Kilometer weiter. Also, ja, Katzensprung. Aber wir fahren ein klein wenig anders herum. Also, blöd, Hammel. Sorry. Genau deshalb. Zweispurig, ja. Kenner können in aller Ruhe vorbeifahren. Nee, es kann das überholen. Sie erreichen Ihr Ziel um 10.03 Uhr. Ja, ist doch gut. Sie erreichen Ihr Ziel um 10.04 Uhr. Ja, ist doch gut. Irgendwo 300 Meter. Jetzt da vorne vor der Brücke rechts hoch, aber ich glaube, machen wir langsam, da steht ein Auto, steht so scheiße da, ich glaube, da komme ich nicht rum. Ja,
doch, dürfte gehen. Sackgasse-Schild. Aha. Sind Sie sicher? Wie sagt hier rechts hoch, ja. Aber wahrscheinlich wäre es doch besser gewesen, anders darum zu fahren, ja. Weil dann fahren wir noch Drehmann und dann kommen wir jetzt von der anderen Seite. Geht das doch? Ich weiß es nicht, ob du vom Duttweiler, zumindest zur Not müssen wir halt Kreis im Duttweiler ziehen. Komm zurück, hinten ist Platz. Alle gut. Rechts, wenn das alles so aussieht, dann jo. Ich glaube, wir können hier sogar drehen nochmal. Ja. So aussieht wie hier, dann haben wir jetzt Spaß gleich. Wir erreichen Ihr Ziel um 10.09 Uhr.
sein. Ne? Also da steht vorne gleich ein Auto. Ich glaube, das langt mir nicht da. Rückwärts vielleicht. Aber ich weiß dann nicht, ob ich dann da oben abladen könnte. Aber wie soll ich es denn machen sonst? Ich fahre jetzt einfach, rückwärts hoch, weil es schon tief geht. Kann man gucken oder reicht? Reicht anscheinend. Kann schon wieder rüberlenken vorne. Eben nur ein bisschen irritiert, weil diese komische Poste da so schepp stand, aber ich war noch einen Meter weg. Okay. Thank you.
Vorwärts reinkommen und es wäre natürlich das Allerbeste. Ne? Soll ich gerade so gut sein, der Bus hier da herstellen, dann kann der Thomas sich daneben hinstellen. So. Kann der Bus hier da hinten dran? So, kann da hinten dran. Oh ja. So. Schnell abhängen. Die Jacke brauche ich nicht, das ist warm. Die 916 geladen gerade, ne? Die Kamera aufgestellt. Ich glaube, sie hat nicht aufgenommen. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Oh, ist richtig warm heute. Schön. Zeig denn. Grad. Ja. Gemeldet war das für heute. So, ich hänge jetzt wieder zusammen. Dann fahre ich den Bagger noch weg. Dann werde ich noch ein bisschen tanken gehen. Waschen muss ich das Auto nicht, glaube ich. Muss dann mal anrufen, ob ich den Löffel dran lasse oder ob ich einen anderen mitnehme. Hier ist ein Löffel mit Messer. Ich
weiß nicht, was der machen muss. Der Bagger, ob der eine Baugrube aushebt oder nur weglädt. Wenn der nur weglädt, ist ein Messer okay. Ansonsten muss halt was anderes dran. Kriege ich noch? Ich glaube nicht. Ja. Nein. Nein. Zuerst, ich muss hierher, aber hier muss ich definitiv keinen Bagger mehr herbringen. Ich muss eine Straße weiter zurück. Ja, zeige ich das Ding hier rum. Zuerst hatten wir hier eine Baustelle. Und deshalb dachte ich, der Bagger muss hierher, aber sieht nicht danach aus. Wie gesagt, muss eine Straße weiter zurück. Wieder an diese türkisblaue Halle da. Und zwar gehe ich davon aus, dass wohl die ganzen schmutzigen Fahrspuren rauskommen. Dass ich da rein muss. Oder das?
wahrscheinlich laden wir das da hin weg. Alles gut, alles gut. So, leer. Vorne steht der Bagger. Muss jetzt halt hier wieder rückwärts raus. Aber selbst das kriege ich mal hin. Was der Sprit kostet hier. Hier links die Spedition ganz zu, ja. Werde ich noch ein paar Tropfen tranken hier, wenn es zu viel los ist hier, fahre ich auch nach Hause. Tank bei uns. Aus. So, 17 Uhr.
Papi macht noch ein bisschen Büro. Machen wir Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß. Immer noch. Dann bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Tschüss.